Wenn ich so neben dem neuen Range Rover stehe, komme ich mir irgendwie wie ein kleines Schwammerl vor. Immerhin eine wuchtige Erscheinung, 5 Meter lang. Das Ganze ändert sich, wenn man drinnen am Hochsitz sitzt. Da kommen einem die anderen wie kleine Schwammerl vor. Kurz zu den Eckdaten. Der 4,4 Liter Turbodiesel, ein 8-Zylinder, ist ein wirklich kräftiges Kerlchen. 339 PS und 700 Newtonmeter Drehmoment. Da geht ordentlich was weiter. Zwei Zahlen noch. Wattiefe 90 cm, das ist extrem viel. Und dann haben wir noch die Bodenfreiheit fürs Gelände 30 cm. Mit der Verarbeitung im Innenraum halten wir uns nicht lange auf. Viel besser und hochwertiger geht es ohnehin nicht. Auffällig der Umstand, dass alles sehr aufgeräumt wirkt. Trotz vieler Assistenten hat man sich keiner Knöpfchenlandschaft hingegeben. Das meiste wird über den Touchscreen erledigt. Hier die interessantesten Features im Schnelldurchlauf. Da hätten wir einen riesigen Bildschirm, auf dem der Fahrer das Navi bedienen und der Beifahrer gleichzeitig fernsehen kann. Dabei sieht jeweils keiner der beiden die Inhalte des anderen. Massagefunktion ohnehin. Die Sitze bieten 20 verschiedene Einstellmöglichkeiten. Die Rücksitze lassen sich vom Kofferraum aus automatisch umlegen, wobei der Range Rover zwar viel Platz im Kofferraum bietet, trotzdem hätten wir da etwas mehr erwartet. Dann wäre eine Audioanlage mit 1700 Watt, ein Totwinkelassistent, automatische Geschwindigkeitsbeschränkung, ein Kühlfach in der Mittelkonsole, ein riesiges Glaspanoramadach, Lenkradheizung und. Über 400 Kilo wurden durch Aluminiumbauweise abgespeckt. Das wirkt sich auch auf den Verbrauch aus. 8,7 Liter sollen es laut Werk sein. Die Wahrheit liegt bei braver Fahrweise im Schnitt bei 10 bis 11,5 Liter. Und wenn man es darauf anlegt, kann auf der Landstraße sogar auf der Anzeige 7,5 Liter stehen. Vorausgesetzt, man benimmt sich nicht wie ein Rüpel. Es muss übrigens nicht wirklich ein 4,4 Liter Turbodiesel sein, denn durch die Leichtbauweise reicht auch ein DDV6 mit 258 PS. Der verbraucht weniger und ist in der Erhaltung günstiger. Zu den Fahreigenschaften. Durch die Luftfederung gibt es viel Komfort. Zudem ist der Radstand um 42 cm gewachsen. Das Dynamic Response wirkt in Kurven der Karosserieneigung entgegen. Im Gelände ist der Range ohnehin eine Wucht. Wir reden hier von einem wilden, harten Ritt und nicht von üblichen Schotterstraßen. Das Terrain Response System 2 bietet die Fahrprogramme normal. Gras, Schotter, Schnee, Schlamm, Sand und Felsen. Dazu kommt die adaptive Fahrwerkssteuerung Adaptive Dynamics mit stufenlos einstellbaren Dämpfern. Permanenter Allrad, den man am Bildschirm überwachen kann, ist ohnehin klar. Es gibt übrigens auch einen Automodus, der alle Einstellungen selbst erledigt. Und das Fazit von dieser Geschichte, naja, was soll man viel bekritteln, außer dem Preis vielleicht. Es sind immerhin 150.000 Euro, die dieser Range Rover kostet. Es geht aber auch billiger. Der Startpreis liegt bei 102.000 Euro, ist trotzdem noch viel. Da müsste ich schon Haus und Hof verpfänden, wobei zum Überlegen wär's. So, und jetzt, James, Shampoos.